dem guten Blackout an. Und zwar, sie will mal drehen, heißt der Titel. Ich bin sehr gespannt, woran sie dreht. Wir machen direkt mal lauter, aber nicht zu laut. So, genau. Dreiviertel laut, ist gut. Und dann würde ich sagen, nochmal hallo und herzlich willkommen. Wir gehen da rein, schauen an, woran sie dreht. 3, 2, 1, rein da ohne Beinhaar. Boah, Junge, chill. Hast du dich gerade draufgesetzt? Ich hatte auch mal eine G-Klasse in Weiß. Oh, guck mal, was sie machen, oh. Alter. Oh, Blitzer. Oh, shit. Oh, meinst du, ich kann das mal kurz ausprobieren? Oh, Alter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind mitten in Hamburg. Annika ist natürlich mit am Start. Du bist heute im Hip-Hop-Modus, oder was? Oh ja. Wie immer. Und wie immer auch mit Hamburg. Naja. Happy Chips. Wir haben sie auch schon anders gesehen. Und zwar in ganz hautengen Klamotten. Das sah nicht so nach Hip-Hop aus, eher nach Gym-Girl. Das sehe ich jetzt erst. Richtig geil. Wir waren mit Trimax und Knossi auch auf der Happy Chip-Tour. Da bin ich Wasserski gefahren. Du bist bereit, du packst das. Nein! Oh, fail. Er hat auch den Crossfitter gemacht, rangezogen, aufgestanden und nach hinten geschmissen. Was denn Crossfitter? Ey, Sören, du hast alle drei To-Dos, die Checkliste, alles drei falsch gemacht. Aber geil, oder? Schönes Wetter. Das Sören da oben ist so random. Alter. Digga, wie bist du da hochgekommen? Wir wollten Wasserski fahren. Hä? Was hat er denn gemacht? Nice! Alter, sauber! Na, tief genug wird das da sein. Mach ruhig. Die Pizza ist schon da. Ich muss jetzt ganz schnell Pizza essen, Alter. Sorry. Und hab Chips vom Bus geworfen mit Max. Die bauen sich echt alle ein Imperium auf, gell? Wahnsinn. Total lustig. Oh. Oh. Oh mein Gott. Sag ich, heute ist so aber gut. Nicht zu zweit, sondern zu dritt. Moin, mit dabei moin. Ist Lil Vano, der Allerechte. Okay. Alter, was geht denn mit? Ich will's gleich wegsehen. Geisteskrank, ich halte dich. Ey, übrigens, Leute, checkt ihr das an? Lil Vano hat, glaube ich, eine... Ich bin gerade am Action-Cams gucken. Oh, die Massage ist so gut, Alter. Bruder. Ey, besser als thailändische Finger, ey. Boah. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, ich hab noch nie... Doch, einmal hab ich eine Thai-Massage bekommen. Die war brutal, Alter. Danach war ich am Arsch, gell? Ich war danach mehr am Arsch als davor. Bruder, die haben Karate auf mir gemacht mit mir. Die haben mich komplett gebrochen. Ohne Scheiß. Ich hab fast geweint. Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Aber ich hab meinen Mund gehalten, hab's durchgezogen. Und die haben alles fester gedrückt. Weiter gucken. Sorry. Ich hab endlich den Step geschafft und hab Spiegel... Diese Spinnbeine sind weg. Es ist total geil. Ich habe jetzt endlich diese Spiegel hier drunter. Warum habe ich nicht gedrückt? Weil die ganzen Armaturen, der geklebte Griff und so mussten alle alles ab, damit ich hier diesen legalen 28 cm Bums hinkriege. Geil. Aber jetzt schönes breites Lenkrad. Aus. Geil. Ja. Die klingt richtig geil. Was ist denn das? MT-07, ne? Das ist eine MT-07. Geil. Ich finde das so geil, dass das zwei so Zylinder klang. So rostig. Ja. Komm, zeig dreckig. Mal, ich will mal ein bisschen schnüffeln. Er hat auch diesen SC, ich weiß nicht. Wie der heißt, ausgesprochen. SC steht da immer drauf. Das, da habe ich mir gemerkt, sind die guten Endtöpfer. Rudern. Was gerade super günstig. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ey, 1,45. Ey, ich war vorhin tanken, Diesel 1,45. Brudi, Alter. Ich habe direkt voll gemacht, obwohl ich noch über die Hälfte Tank habe. Aber sowas nutze ich dann auch, muss ich sagen. Weil das rentiert sich dann schon auf Dauer. Deswegen, ich gucke immer, wenn es so special günstig ist, dann jalla rein da. Los, einmal das ganze Geld aus der Kasse, bitte. Nein, einmal die Nummer 2, bitte. Danke dir. Ist das okay, wenn du kurz 1-2 Sekunden mit dem Video bist? Gar kein Stress. Ja. Wie bitte? Was soll mein kleiner Penis so? Ich hab mal mein Tech-Penis rumgeschickt und hab das wieder zur Schule. Wenn ich dein Gesicht zensiere? Ja. Okay. Penis. Er hat einmal einen Penis rumgeschickt. Ich mach, ich... Handraum. Ehrensache. Sonst weiß das ja jeder mit zensiert. Genau, richtig. Ciao, mein Lieber. Das ist doch korrekt. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich liebe sowas. Oh, das Gleitkopf. Was gibt's denn hier für ein Blech? Sein Penis. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er hat gerade gesagt, also Sören hat gefragt, ob er ihn filmen darf für YouTube. Er hat gesagt, sehr ungern, lieber nicht. Weil, dann hat er die Geschichte ausgepackt, er hat in der Schule einen kleinen Penisbild, rumgeschickt. Also es ging in der ganzen Schule rum. Das hat er einmal verschickt, dann ging es in der ganzen Schule rum. Seitdem hat er einen Schaden. Das heißt, wenn er jetzt dann gesehen wird,
auf YouTube, dann kann das vielleicht die Runde machen, weißt du? Und er will es nicht. Kann man verstehen, oder? Ja, man muss doch nicht jeden, weißt du? Ist doch okay. Du hast ja ein Anrecht darauf, zensiert zu werden. Gerade bei uns in Deutschland, Datenschutz und so, das ist ja bei uns sehr streng, ne? Ja, ganz vergessen, dass aber die irgendwie Frau auch dabei nicht. Ist. Da muss man aufpassen, wo man hinguckt. Das klären wir dann zu Hause. Ich habe da gar nicht hingeguckt. Moin! Wo denn? Ja, genau. Alter, ich folge dir auch schon seit 15 Jahren. Geiler Typ, was? Eine Motivation und Inspiration, auch für mich, ne? Danke, oh, das freut mich mega zu hören. Es geht runter wie Butter. Du hast die X4, ne? Ich habe die X4. Kennst du schon die Gestensteuerung? Nö, aber ich kann mir vorstellen, du hebst den Arm und dann fängst du an aufzunehmen. Hier, guck. Ah, crazy. Du hältst die Hand hier hin. Geste erkannt und jetzt nimmt das auf. Weißt du, mit Handschuhen und so muss man nicht komisch rumdrücken. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt sind wir alle drauf, auch in 360 Grad. 8K, 30 FPS, Frisbee. Ja, aber Verarschung muss man auch immer dazu sagen. Er macht natürlich Werbung dafür und er hebt nur das Positive nach vorne. Die 8K sind keine 8K. Die 8K ergeben sich durch die 380 Grad, okay? Insgesamt alles zusammengerechnet sind 8K, aber du wirst nie die kompletten 8K zu Gesicht bekommen, sondern du entscheidest ja in deinem Video, welchen Bereich du aus den 360 Grad für dein Video haben willst. Das kann man ja in dieser Nachbearbeitung da bestimmen. Und da, also diese gesamte Kugel 380 Grad, die macht 8K insgesamt, aber die kann keine 8K filmen, also nur 8K. Wenn du dann den Bildausschnitt dir raussuchst, der wird nie 8K haben, nie. Und wenn du das Video dann stoppen willst, musst du ganz einfach wieder Hand hoch in die Kamera. Alter. Aufnahme gestoppt. Okay, das ist schon nice. Geil, ne? Wie unheimlich sieht die Scheiße hier aus. Das ist ja geisteskrank. Hier links, oder? Ja, verscheucht Kinder. Ich bin abgelenkt hier von dem Albtraummaterial rechts. Der Taxifahrer hat dazu gezwinkert werden. Was sagst du dazu? Zwinker zurück. Der will mich mitnehmen. Er hat ja ein Zeichen gemacht. Der Talaron. Das ist ja auch dein Job, Alter. Natürlich will der dich mitnehmen. Der verdient Geld. Taxi. Fair. Fühl dich jetzt mal nicht besonders, Anita. Wir sind heute einfach Sub gefahren auf der Alster. Und heute war es so gut. Windig, dass wir es nicht geschafft haben, zurückzufahren. Und dann ist ein Polizeiboot angehalten und hat uns abgeschleppt. Ein Polizeiboot. Ja. Wir haben uns festgehalten. Und der hat uns mit über die Alster genommen. Wie ich dachte erst, ich kriege jetzt Anschiss, dass wir irgendwie zu weit draußen sind oder so. Nee, der hat gesehen, wir strugglen. Der hat gesehen, wir kriegen es nicht. Das ist aber korrekt. Sehr aufmerksam. Klar, safe, gerne. Oh, jetzt habe ich abwürgen lassen. Uiuiui, peinlich. Peinlich? Oh, wo fährt er denn lang? Auf die Busspur. Ey, der fährt nicht nach. Er ist auf der Busspur, er ist einfach dem Bus hinterher gefahren. Falsch, ja. Er kommt hier rüber. Ey, mit dem Panzer kann der doch locker über diese gelbe Absperrung da fahren, oder? Ich glaube, ich habe hier die Hitzeding an, also dieses Temperaturding, warte mal. Er ist auch rausgegangen. Ja, das heißt zu heiß. Ich will das ausmachen. Mach nochmal an. Ja, jetzt aus, deswegen ist mir auch so doppelt so warm, Alter. Mich weg. Ja, geht's. Ja, Junge, chill. Oh, mein Kopfhörer ist leise. Bruder, der hat Bock. Hä? Der hat wahrscheinlich keinen Führerschein, oder? Warum heizt der so? Hui. Alter. Geile Karre, Alter. Auch richtig schöne Folie. Hä? Was ist das denn? Free Fußkontakt. Fußfetisch. Nice. Geht. Die hat öfter mal hohe Schuhe an. Schönes Gedicht. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, ne? In die Hose geht sowieso der letzte Tropfen. Das stimmt, das kann die Frau da hinten nicht verstehen, aber wir sind da ganz bei. Warum? Bei einer Frau kann kein Tropfen in die Hose gehen, oder was? Das ist, wie es ist. Willst du einen Lolli haben? Ich sag euch, kauft euch dieses Massageding, Alter. Das hat damals mein Bruder mal mit angeschleppt. So aus Spaß. Haha, hihi. Ey, ich sag's euch, seitdem, ich mach das. Ab und zu mache ich das mal abends, das ist so gut, ey. Und dann ärgere ich mich immer, wenn das nur so, keine Ahnung, eine Viertelstunde läuft, weil du willst gar nicht mehr aufhören, weißt du? Ich muss das aber eigentlich mal komplett anders packen, damit ich auch an die anderen Punkte rankomme. Ich sag's euch, das ist der Gamechanger. Gerade im Nacken, wenn ihr so verspannt seid, ey, wenn ihr da den Punkt trefft, das ist himmlisch, Alter. Ja, das kann auch ein Problem sein, wenn dein Hals dicht ist, Alter, weil du hier so verspannt bist, dann kannst du auch Probleme mit deiner Birne bekommen.
Komm, ich gebe dir trotzdem einen. Hier, ja. Bei der Fahrt. Für später. Für die Nerven. Hast du dich gerade draufgesetzt? Ja, ich habe mich festgeklemmt. Geil, für den Extra-Taste. Also. Genau. Der Geschmack von dem Lolli ist sehr fruchtig, aber auch ein bisschen nussig. Ja, wichtig auch. Denn ich glaube, ich fahre heim. Tschüss, mein Freund. Ui, ist aber windig da. Gleichfalls, komm gut heim. Komm gut nach Hause. Sag mal. Ich liebe G-Klasse. Ich liebe die G-Klasse. Ja, oder? Ich hatte auch mal eine G-Klasse in Weiß. Ihr seht es? Aber nee. Nur für 6 Monate. Das Ding ist einfach wie ein Panzer. So schön, oder? Vermisst das total. Warum macht sie Fenster nicht weiter runter? Aber du hast hier drin hat sie Angst, oder was? Das ist gar unwahrscheinlich Massagesitze, oder? Nee. Nice. Ja, hier geht's so gut. Wunderschön, gerade auch die Farbe in Mart. Schönen Tag dir noch, ne? Die so Influencerin, oder? Ich weiß das richtig zu schätzen, so ein Auto zu fahren. Oh. Ja, ich habe noch ein G63. Ja, und ich habe VW Charan, habe auch ein... also für Klimaanlage und bequeme Sitze brauche ich jetzt keine G-Klasse, Brudi. Vor allen Dingen, die G-Klasse ist nicht so gemütlich. Ja, okay, die hat Massagesitze, aber auch nur, weil die so Scheißsitze hat. Weil insgesamt ist das Auto unbequem. Guckt euch das Monte-Video an von gestern. Der sagt auch, GLS im Gegensatz zur G-Klasse 1000-mal besser. Also Glückwunsch. Grüße gehen raus. Weißt du ihren Namen? Brauchst du eine Sugar-Mama? Würde sich anbieten, ey. Und sympathisch sah sie auch aus. Ja. Das war klasse. Falls du das Video siehst, gerne mal bei Lil Vano bewerben. Aua, mein Name. Ist ganz vieles gut. Oh, guck mal, was sie machen, Alter. Boah, die Taxis alle, guck mal. Boah. Die Taxen. Die waren fast ineinander. Also wirklich, wenn du vor jemanden aufpassen musst, dann für Taxis hier. Das sind die Schlimmsten, Alter. Die sind irre. Die fahren einfach. Kennen wir gar nicht. Die fahren hier uns der Straße. Ich bin selber Ausländer, was soll ich sagen? Ausländer. Die Italiener sind die Schlimmsten, Alter. Hast du selber designt? Nee, die sind die Besten. Ich sehe gerade. Crazy. A-Riders, Spitzenklasse, ist richtig geil. Das habe ich selber beklebt, das ging extrem gut, wirklich. Guck mal, wie geil das aussieht. Übrigens, 10% sparen mit Blackout 10. Werbung? Der Mann ist Geschäftsmann. Oh, geblitzt! Vorsicht, das ist ein Blitzer, ich wurde geblitzt! Scheiße. Und das Geld wieder verloren. Glaube ich. Du wurdest geblitzt? Ja, also ich fahre seit 7 Jahren täglich rum und mache Motovlogs. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Motorrad geblitzt wurde. Da kriegst kommt eh gar nichts. Das ist von vorne, ne? Ja, außer du lädst es hoch. Ich lad's hoch. Bruder! Ich stehe zu meinem Fehler, natürlich. Bin ich selber schuld, dann muss ich halt nicht 60 fahren in der 50er-Zone. Hey, das sind so weiße Worte. Der scheißt so da drauf. Oh, shit. Rudi. Ist alles gut soweit? Ja, das ist ein Bordschein, richtig. Ja. Mach mal eigentlich auch die Augen auf. Sehr gut. Aber gut. Sogar ich habe einen Schreck bekommen. Aber ja, es ist so eine kleine, man rechnet nicht damit, ne? Weil guck mal, der ist so ganz flach, ne? Und der ist da sehr spitz drauf gefahren. Das war ein bisschen scheiße. Ja, das täuscht schon. Ja, muss ich zugeben. Diese kleine Kante täuscht. Ja. Also schnell geht's, ne? Ja. So ein Scheiß kann dein Leben kosten. Hört sich lustig an, aber... Erstens gefällt mir sehr, dass du auch sofort hinfährst und helfen willst. Feier ich. Thumbs up. Und Nummer 2, sowas passiert mir nie wieder, weil ich habe Fahrradfahren gelernt früher und konnte es dann. Wollte es meiner Mutter zeigen. Bruder, und mir ist genau das passiert. Oh. So bin ich hingeflogen. Und ich habe geheult. Und seitdem fahre ich über jede so Kante, ob Motorrad, Fahrrad, wirklich so rüber. Ja. Weil ja. Ich Angst habe, dass und ich auch wegrutsche. Bahngleise. Ganz wichtig. Mann, GTR. Aber wie schön. Richtige Kackgrüne. Sieht aber gut aus. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Frau hat es nicht geschafft, ihm das Hobby zu verbieten. Wurden Kindersitze in den GTR geballert. Zack. Geil. Weiter geht's. Die haben gesagt, kannst du einmal deinen Motor so aufheulen lassen. Willst du es machen? Was? Willst du es machen? Ja. Oh nee, pass auf. Ich predikte, sie macht nicht win-win, so kurze Stöße, sondern sie macht und lässt das Ding so aufheulen. 100%. Achtung. Ich hoffe, sie macht. Also geile Stöße. Achtung. Aber weil sie Angst hatte. Weil das Ding reagiert hat. Nur deswegen. Hup. Nee, ist das aber nicht. Die macht es nicht richtig. So kleine Gasstöße. Zack, zack, zack. Nicht. Ich hasse sowas. Danke.
Geil, nach vorne. Jetzt ist ihr Kopf noch roter geworden. Das sind zwei oh. R8, guck mal. Oh. Tatsächlich. Und die sich kennen. Der Alter, mein Nacken ist gleich so weich. Der hat einfach Platz, der hat ein paar Plätze oh, ja. blockiert. Nee. Fahrer fahren auch wie sie wollen, ne? Bilde Nummer, welchen würdest du nehmen? Ich habe einen Favoriten. Das Cabrio, glaube ich. Ja, aber safe. Das Cabrio sieht halt offen geiler aus, ne? Geschlossen ja. nicht so. Ja, aber ich finde die Farbe auch viel, viel geiler. Ja, die Farbe ist ultra sexy gewesen. Ja, Mann. Geiles Ding, Alter. Alter, Panzer, oder was? Sieht richtig nice aus. Ich finde die geil, ATV. Ich hab bestimmt noch voll Bock, oder? Geht schon gut vorwärts. Das zieht was vom Teller. ATV. Das Ding kippt gleich aus der Kurve, guck nee, mal. Nee, Alter. Ja, das neigt sich doch schon. Das geht richtig vorwärts. McLaren krank. Du, die haben auch ihre 100 PS. Das sieht so geil aus. Ja, sie hatte? Ja. Richtig schön. Ferrari. Und jetzt? Darf der Asiate keinen? Ducati. Auch italienisch. Italienisch, italienisch. Oh, sieht schon geil aus. Günstig, sehr teuer. Jetzt guck, Tobi. Guck, oh. Super leise. Alter. Oh, super leise. Alter. Human, oder? Bunker in sieht Hamburg. Schön aus. Und hier ist das St. Pauli echt? Stadion. Ist das ein Bunker? Guck mal, was ist das da hinten? Wie geil ist das denn? Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wakeboarden auf Skateboard. Das habe ich noch nie auf gesehen. Longboard. Was ist das? Der übt. Wirklich im Ernst. Ich meine es todesernst. Der übt. Das ist ja super geil. Ist ein Wing. Oh, meinst du, ich kann das mal kurz ausprobieren? Bist du mal Longboard gefahren? Ja. Longboard kann ich. Oh genau, ja, krass. Ich spüre schon. Ne? Ja, ja. Genau. Bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Den Helm an. Passiert nichts. Aua, der war nicht gut. Oh, oh Alter. Ich glaube andersrum. Egal, das ist total witzig. Will dich auch gar nicht weiter aufhalten. Ich wollte nur wissen, wie ich sich glaub, das so ist richtig rum. Ey, viel Spaß dir noch. Danke, dass du das ausprobiert hast. Ja, man hast, muss ne? eh anpassen guck mit dem Ding. Ja. Jetzt geht's richtig weil los. Ja richtig. Alter. Es war ein richtig geiler Tag mit dir. Ja, voll. Ein richtig geiles Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang okay, geht auch. Sage ich tschüss. Nee. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns oh, im das nächsten war's Video. Schon, oder was? Ach, scheiße. Nee, jetzt ist gerade... Ich hab's nicht mehr drauf.